So, das war schon. Ja, schon. Es ist nicht sonderlich spektakulär, aber ich wollte nicht jedes Kapitel so dramatisch enden lassen. Das Ende vom ersten Akt der Orks ist allerdings dadurch dramatischer. Okay, da bin ich gespannt. Nicht fortsetzen. Ein neues Spiel. Diesmal spielen wir die Orks. Die Ork-Grafik finde ich geil. Almora. Vater sagte, ich soll doch mindestens 3 Wölfe fürs Abendessen mitnehmen. Nun ja, dann schaue ich mal, dass ich diese auch erlegen kann. In deinem Questlog stehen deine aktuellen Aufgaben und Errungenschaften, kann ich auch sehen. Ja. Okay. 3 Wölfe erledige. Dieselben Errungenschaften. Die Ork-Facet habe ich tatsächlich auch alle selbst. Ja, die finde ich gar nicht so schlecht. Tatsächlich, die sind eigentlich ganz cool. Aber wie machst du das mit den Errungenschaften? Weil, wenn die eine Seite vorbei ist, dass dann wird derselbe Safe, also dieselbe Speicherdatei wiederverwendet für die Ork-Seite oder die jeweils andere Seite, weil du, sonst könnte man gar nicht alle Errungenschaften freischalten. Ja, genau, New Game Plus, genau, ja. Weil das wird, wenn ich jetzt die Vollversion spielen würde und ich könnte nur jeweils die Hälfte immer freischalten an Errungenschaften, das würde mich ein bisschen wahnsinnig machen, so als jemand, der gerne alles so vollständig hat. Gleich zurück. Nein, noch habe ich nicht alle Wölfe erledigt. Sonst wäre es ja blöd irgendwie, genau. Was kannst du denn? Berserkerhieb kann Gegner schützen. Okay, was macht denn der normale Angriff? Oh, okay, die benutzen halt Äxte. Dreihundertneunundzwanzig. 54. Also so viel Schwäche ist der normale Angriff jetzt auch nicht. Ein bisschen, aber nicht viel. Ja. Kann Gegner schwächen. Was bedeutet das genau? Sieht man das dann, dass sie schwächer sind? Feuerwehrfälle. Level up. Einer noch. Oh, ich kann wieder nicht rennen. Trank. Und noch ein Trank. Ja, hallo. Okay, ja. Wie man sieht, ich habe jetzt wieder gar keine SP. Die machen dann einfach weniger Schaden. Okay. Ja, verstehe ich. Ich meine, muss man jetzt nicht unbedingt sehen, aber. Ja, ich meine. Sehr schön, dann kann ich jetzt erstmal zurück zum Vater. Lol, man wird einfach rausteleportiert. Mag oder. Gut gemacht, Almora. Ich glaube, du bist nun bereit für deine erste offizielle Mission. Ich möchte, dass du zusammen mit 3 anderen aus unserem Clan den geheimen Pfad passierst, um die Stadt Bulda zu erreichen. Um in die Stadt Bulda zu erreichen. Entweder um in die Stadt Bulda zu gelangen oder kommen, oder um die Stadt Bulda zu erreichen, ohne das in. Nee, egal. Aber Vater, das. Der Pfad ist doch wahnsinnig gefährlich. Hast du etwa Angst? Nein, natürlich nicht, Vater. Na, dann ist doch alles gut. Jedenfalls möchte ich, dass ihr dort einige der Menschen tötet. Sie sollen wissen, dass sie niemals in Sicherheit vor uns sind. Nicht mal in Bulda. Dies wird ihnen Angst machen und dadurch werden viele von ihnen nicht mehr rational denken und handeln können. Dies wird uns Orks im Krieg einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes geben, Vater. Lass mich dir noch dies noch mit auf den Weg geben. Eisenachs, Trank. Kleines Energy-Ding. Da sind halt Orks, die können kein Deutsch. Ja, stimmt. Und Riechsalz. Und man wird wieder wegteleportiert. Und ich kann nicht steuern. Bisher sind wir ja gut durchgekommen, aber seid immer achtsam. Hier kann alles Mögliche lauern.
Es gleicht fast einem Selbstmord, erst diesen geheimen Pfad zu gehen, um ins Reich der Menschen zu gelangen und dann auch noch in dessen Stadt einen kleinen Angriff zu starten. Und dann müssen wir ja auch noch aus der Stadt wieder entkommen und diesen Pfad zurückgehen. Wir sind Orks. Diese erbärmlichen Menschen werden es nicht mit uns aufnehmen können. Und wenn es zu viele werden sollten, können wir uns immer noch zurückziehen. Was zum Ogre war das? Mein Magen jedenfalls nicht. Ein Tiger, jawohl. Das sieht hier sehr so aus, als ob es dieser Zeitgenosse hier war. Es handelt sich dabei um einen Bergtiger. Moment, ich habe jetzt meinen Dings überschrieben, ne? Egal. Mit dem ist nicht zu spaßen, aber ihr seid Orks und lasst uns nicht von so einem Bettvorleger zerfleischen. Berserkerhieb. Berserkerhieb, Berserkerhieb, Berserkerhieb. Aua, was zum Geier? Als ob. Ja, ganz toll, wie viel Schaden der macht. Das ist halt ein wilder Tiger, ja, trotzdem. Das ist doch... fast One-Hit. Ey, aber der hält dafür auch echt viel aus. Ja, als ob. Muss ich mal wieder heilen, Ork Nummer 3. Alter. Mach ihn doch platt. Ey, das kann nicht wahr sein. Mach den Platz jetzt. Hey, weich nicht aus, Tiger. Toll, das war schon mal einer. Ausgewichen, natürlich. Boah, Junge. Bergtigerfell. Aber immerhin auch Ork Nummer 2 hat Level Up. Okay, das finde ich gut. Also, war doch gar nicht so schwer, oder? Nun denn, gehen wir weiter Richtung Boulder. War gar nicht so schwer. Das war um einiges leichter als gedacht. Nicht mal Standwächter befanden sich vor dieser Stadt. Dieser Menschenbrot ist an Arroganz wirklich nicht zu überbieten. Dass sie sich absolut sicher sind, dass ihnen in dieser Stadt nichts passieren kann. Tja, Schatz, das wird sich gleich ändern. Fangen wir am besten gleich an, diese Menschenbrot abzuschlachten. Da drüben sind schon welche. Ich darf mich nicht mal vorher heilen, oder was? Die Zivilisten können zwar nicht kämpfen, aber flüchten. Je mehr Zivilisten du in einem Kampf tötest, desto mehr Items bekommst du als Belohnung nach dem Kampf. Ach, wir sind alle geheilt, okay. Erstmal Berserkerhieb auf die Stadtwächter und du machst mal einen Berserkerhieb auf einen Zivilisten. Nein! Ach komm! Ah ja, genau deswegen. Komm, ich greife erstmal die Zivilisten an. Ja, die hat's echt drauf. Jetzt hat sie es aber nicht mehr drauf. Zivilist ist geflüchtet, na klar. Autsch. Okay,
Okay. Zwei auf den, zwei auf den. Okay. Okay. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Autsch. Okay. Du trinkst mal Hand rein. Wie viel haben wir noch? Ein. Komm. Wir machen Ork Nummer 1 nicht platt, sage ich jetzt schon. Wir haben gegen Ork Nummer 1 meine ich. Und 2. Nichts auszusetzen. Oder vielleicht doch. Nicht auf Ork Nummer 2 gehen, bitte. Okay. Yeah, geschafft. Der fast abnippelt, springt eine Sekunde später. Brünstes Schwert, kleiner Engineering, kleiner Engineering Trank. Okay. Verdammt, die sind einfach zu stark. Was um alles in der Welt geht hier vor? Hier sind 4 Orks in der Stadt eingedrungen. Ich habe keinen Schimmer, wie das passieren konnte, aber sie haben bereits einige Zivilisten und 3 unserer Männer auf dem Gewissen. Ihr seid doch ein Sonnensöldner, oder? Bitte helft uns im Kampf mit diesen schinkenden Orks. Selbstverständlich. Versuche 10 Runden lang den Kampf zu überstehen. Okay, immerhin sind wir voll geheilt. Berserkhieb auf ihn. Auf ihn und auf ihn. Auf ihn. Aua! Okay, ich versuche mal mindestens einen kaputt zu machen. Einen zu töten. Alter Schwede. Okay, das hat geklappt. Komm, du trinkst einen Trank. Weil er immer nur auf Aug Nummer 1 gegangen ist, Laszlo. Schon wieder! Irgendwas hat er gegen den Ork Nummer 1. Egal. Ja, jetzt muss ich nur noch verteidigen eigentlich im Endeffekt, oder? Lohnt es sich, das Riechsalz jetzt zu benutzen, weil laut der anderen Story würden ja jetzt alle Orks sterben. Der findet Ork 1 einfach so unsympathisch. Ja, finde ich auch. Glaube ich auch. Aber finde ich auch, Ork 1 war mir immer am unsympathischsten. Ork Nummer 1. Pff. Ich meine, die Orks jetzt wieder zu beleben, die werden doch jetzt eh am Ende sterben. Außer Almora, ne? Egal, was ich mache. Glaube ich. Also, wenn man die andere Story mit berechnet. Alter. Waren das nicht schon 10 Runden? Ja. Ausgezeichnet. Jetzt müsst ihr nur noch diesem Ork-Vibe den tödlichen Hieb versetzen. Dann haben wir es geschafft. Genau, die sind alle tot. Egal, ob die überleben oder nicht. Worauf wartet ihr denn noch? Tut das! Tut es jetzt! Ich kann nicht, denn ich habe mich in sie verliebt. Oder so. Verdammt. Verdammt, meine Kameraden sind tot. Aber dieser Sonnensöldner hätte auch mich töten können, doch er tat es nicht. Im Prinzip hätte ich es ausnutzen können und diesen Sonnensöldner selbst töten, aber irgendwie hielt auch mich, irgendetwas hielt auch mich davon ab. Ja, die haben sich ineinander verliebt. Das ist die Story. Frauenpower! Lol, und der Akt 1, die Abtrünnigen, okay. Das eigene zu. Was muss ich da hören? Nur du bist als Einzige zurückgekehrt? Nun, das ist enttäuschend. Ich
wollte eigentlich meine Tochter loswerden. Nun, habt ihr denn wenigstens einige Menschen töten können? Und war der Angriff ein Erfolg? Es war ein Erfolg. Die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher und wir haben auch ein paar töten können. Alex, nun ja, es hat es ja eben die anderen drei erwischt. Und mich selbst beinahe auch. Aber du hast überlebt und dich so als würdig gezeigt, meine Tochter zu sein. Du bist bereit. Bereit an der ersten Schlacht gegen die Menschen teilzunehmen. Da möchte ich dir auch gleich deinen zukünftigen Mann vorstellen. Mein was? Dein Mann. Zarosch ist der stärkste und stämmigste Ork unseres Stammes, wie du weißt. Und zusammen werdet ihr eines Tages viele starke Nachkommen zeugen. Und nach meinem Ableben unseren Stamm weiter erfolgreich anführen. Da bin ich mit mir sicher. Hallo, kleines Prinzessin. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit auf dem Schlachtfeld und im Schlafzimmer. Ernsthaft, Vater? Diesen Grobian soll ich heiraten? Ich konnte Zarosch noch nie ausstehen. Er mag stark und stämmig sein, aber ist nichts weiter als ein sexistischer, brutaler Widerling. Na, glaubst du denn, das hier ist ein Wunschkonzert? Hier wird geheiratet, was auf den Tisch kommt. Glaubst du etwa, ich und deine Mutter haben damals aus Liebe geheiratet? Liebe ist was für Kinder. Wir müssen schauen, einen Partner zu finden. Ja, okay, ich sag's. Die Story handelt davon, dass die Orkin und hier Laszlo, dass die zusammenkommen am Ende. Wir müssen schauen, einen Partner zu finden, mit denen wir möglichst starke Nachkommen zeugen können. Deine Mutter würde dasselbe sagen, aber sie und ihr Trupp kamen ja vor ungefähr ein Jahr durch diesen verdammten Sir Damien um. Wie dem auch sei. Das ist beschlossene Sache. Ich als dein Vater und als dein König bestimme, wer für dich als Mann am besten in Frage kommt. Ich dulde keine weitere Diskussion. Nun denn, bevor ihr mit einer Armee die Feste Ringer attackiert, solltet ihr euch noch ein wenig hier umsehen. Sicher hat der ein oder andere hier noch was Nützliches für euch. Die Armee wartet bereits vor dem Dorf auf euch, wenn ihr dann zum Aufbruch bereit seid. Ach, der kommt in mein Team, okay? Berserkhieb, Willensbrecher, kann Gegner betäuben. Guten Tag, Almora. Mehr sagt er auch nicht. Beweise mir da draußen, dass du eine echte Kriegerprinzessin bist. Ich brauche auf jeden Fall die Rennstiefel mal wieder. Hier vielleicht. Ah, Almora, mein liebes Kind. Ich hörte, du sollst bald zu deiner ersten Mission aufbrechen. Was kann ich dir denn Gutes tun? Nun ja, ich bräuchte möglichst viele Waffen und Ausrüstung, wenn es geht. Da bist du bei mir genau richtig. Schau dir mein Warenangebot ruhig an. Ich bin mir sicher, du wirst schon fündig werden. Mein Warenangebot erweitert sich übrigens von Zeit zu Zeit. Was darf es denn sein? Nichts, weil ich kann mir nichts leisten. Die kann ich verkaufen? Ja. Das gibt bestimmt viel. 3000, okay. Rennstiefel, ja. Wichtigstes Item. Eisenaxt. Ja. Stahlaxt. Lol. Okay. Und für Schwert kann keiner benutzen. Das ist auch so nicht gut. Stahlaxt wäre vielleicht nicht verkehrt. Und ein Stahlkettenhemd. Und dann bin ich schon wieder pleite. Und ich könnte ja noch den Stahlhelm und das Stahlschild. Aber kann ich mir auch nicht leisten. Die wären halt noch gut. Guten Tag, Almora. Ja, also, dass die NPCs halt nur einen Satz sagen, ist so ein bisschen... Könnten vielleicht irgendwas so über die Welt oder über die Stadt oder so erzählen, so wäre mal interessant. Oder sind das nur Platzhalter?
Hier in der Wohnhütte sollte ich nicht einfach so reingehen. Orks sind ja, haben ja mehr bessere Manieren als die Menschen. Und die reden gar nicht mit mir. Ach, Moment. Hier kann ich Orks rekrutieren, stimmt's? Oder habe ich recht? Tja, Almora, sag mal, ist Tarosh etwa dein neuer Bodyguard? Eine Kriegerbord wie du hat sowas doch sicher nicht nötig, oder? Er ist mein zukünftiger Mann. Mein Beileid hast du, Almora. So ein toughes Ork-Vibe wie du hätte sich weitaus Besseres als diese Hohlbirne da verdient, wenn du mich fragst. Hohlbirne? Ha, selbst wenn, ich bin der Stärkste hier. Niemand kann mit mir mithalten. Die Ork-Weiber fliegen nur so auf mich. Auch du stehst heimlich auf mich. Bruder, du wirst es niemals zugeben. Ja, ja, träum weiter, Jung. Arme Almora, du tust mir jetzt schon leid mit dieser Holzkopf. Wird es nur Streitereien geben, ich sage dir. Ach was, Streitereien, die hören zu jeder guten Ehe dazu. Glaub mir, das Schätzelein wirst dich schon noch an ihn gewöhnen, Almora. So wie sich meine Frau an mich gewöhnt hat, ne, Schätzlein? Ich werd mich niemals an dich gewöhnen, du Knallkopf. Ahaha, das ist mein Leib. Nun denn, wenn ihr was kaufen wollt, könnt ihr bei mir so richtig gute Getränke kaufen. Wisst ihr das? So richtig ist dieses, dass euch die Birne wegpustet. Ahaha. Zugeben, es ist nicht alles von diesem alkoholischen Josef, wer weiß, wie lecker, aber ich sag ja immer, Hauptsache es knallt. Und bei meiner bezaubernden Jatte, die wird immer richtig lecker essen, wisst ihr Bescheid, nicht? Hier in der Schenke ist bei uns immer was los, kein Anlass für uns Ork, es ist zu gering, um zu feiern, deswegen wird hier jeder noch so kleine sie gefallen nicht. Okay, der Dialekt ist schon cool. Falls ihr neue Kameraden kennenlernt, sagt ihnen Bescheid, dass sie immer hier willkommen sind. Ja, also gut umgesetzt auf jeden Fall. Machen wir. Immer vielen Dank. Die Kölschen Orks, wer kennt sie nicht? Genau. Machen wir. Und wie immer vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Aber gerne doch. Bist ihr immer bei uns und willkommen, kleine Almora. Was darf es denn sein, Mädel? Wein, Bier. Ein bisschen Wein. Falls wir mal Äpfel finden. Und eine Kuhmilch. Das war's. Finde ich auch geil. Die verkaufen Bier, Wein und Schnaps und dann Kuhmilch natürlich. Was darf es denn sein, Schätzelein? Ach, die verkauft das hier was zu essen, okay. Hier hast du einen Überblick über all deine Verbündeten und kannst bestimmen, wer sich in der aktuellen Party befindet. Charaktere schreibt man ohne CK. Mhm. Soll das so sein? Ist das beabsichtigt, dass ich einfach die Stadtwächter mitnehmen kann? Oder die beiden hier? Patrick und Sandra? Soll das so sein? Okay, da ist was schiefgelaufen. Aber was? Das ist komisch. Vielleicht bin ich ja das Problem, weil... Oh, verdammt. Irgendwie die Namen... Die Namenseingabe funktioniert bei mir auch komischerweise nicht. Bei deinen Spielen bisher.
Deswegen, ich weiß auch nicht, woran das liegt, um ganz ehrlich zu sein. Habe ich irgendwas... Irgendwo eine Datei auf meinem Rechner, die das alles kaputt macht, oder wie? Keine Ahnung. Oh, hier sind Schweine, hier sind Kühe. Vielleicht soll ich das mal in einem anderen Save-Slot abspeichern. Vielleicht klappt das ja jetzt, wenn ich das in Datei 2 speichere. Ja, okay. Das ist genau dasselbe wie mit den mit der Namenseingabe, die ja auch nicht funktioniert hat bei mir. Ich weiß nicht warum. Hä? Ich check das nicht. Ich habe auch nichts hier weiß ich nicht. Irgendwas habe ich in meinem Moment, ich guck mal eben in meinem da wo das RTP vom XP gespeichert ist, das ist in bei Enterbrain, oder? Ja, das dürfte eigentlich nicht passieren, glaube ich auch. Irgendwie ist es komisch. Das passiert auch nur bei mir, oder? Das sollte natürlich nicht passieren. Na, mir passieren die seltsamsten Sachen. Ja, wirklich. In welchem Ordner wird eigentlich das RTP vom XP gespeichert? ASCII? Nee. Habe ich das überhaupt auf meinem Rechner? Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert bei mir. Ist irgendwas offen, was das kaputt macht? Was der Konflikt der Gelübde, ja. Ein Konflikt der Teammitglieder, ja genau. Und halt, wenn ich F12 drücke, dann kriege ich auch einen Fehler. Skript Errungenschaften Line 247 Stack Level Too Deep. Moment, ich guck mal, was das bedeutet. RPG Maker XP Stack Level Too Deep. Also wenn du wie ist das denn bei dir, wenn du mit F12 das Spiel nochmal neu startet, kommt dann auch Stack Level Too Deep, so eine Fehlermeldung. Weil bei mir kommt die.
Könnte ja irgendwas sein, was ich irgendwo auf dem Rechten habe, was irgendwie alles kaputt macht. Funktioniert das eigentlich jetzt, wenn ich nochmal neu starte, komplett das ganze Spiel? Also. Ach nee, das ist ja nicht hier. Das ist hier oben. Einfach diese Teammitglieder da lassen, wo sie sind. Ja. Okay. Ja, die Fehlermeldung kommt, aber interessanter bei allen XP-Spielen, wenn man F12 drückt, das ist mir tatsächlich bekannt. Bei allen XP-Spielen. Echt? Oh, okay, jetzt habe ich wieder keine. Der... Okay, das Spiel nochmal neu zu starten, hat es gefixt. Ich habe das Spiel einfach nochmal neu gestartet, sonst nix. Also ausgemacht, nochmal neu gestartet. Das war's. Jetzt klappt es. Aber soll man auch keine Teammitglieder haben am Anfang? Aber schon sinnlos irgendwie. Oh, Hühner! Hier sollte ich nicht rein reingehen. Guten Tag, Almora. Ja. Hühner, da sind Hühner. Aber man soll am Anfang keine Teammitglieder haben, oder? Erstmal zu zweit. Okay, das wird hart, glaube ich. Zu zweit. Item. Was darf es denn sein? Ich habe kein Geld. Das darf sein. Tag, Almora. Wie es aussieht, hast du momentan ja nicht gerade viele Möglichkeiten, allzu viel mit dir rumzuschleppen. Aber für jeweils 1000 Gold kann ich dein Inventar immer ein Stück vergrößern, sodass du mit der Zeit mehr Gegenstände mit dir tragen kannst. Na, ist das was? Ja. Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe nicht genug Gold bei euch. Ja, das glaube ich auch. Guten Tag, Almora. Okay, dann erstmal zur Zeit. Hier kann man sich heilen. Ja, ich bin bereit zu gehen. Wir sind ja schon geheilt, oder? Lol, als ob. Sir. Wie wird der ausgesprochen, dein Bruder? Shoras? Sir Shoras. Dies ist die letzte. Der sieht auch aus wie ein Kind. Dies ist die letzte Warnung. Zieht euch zurück und wir lassen Gnade walten. Bleibt und wir zeigen kein Erbarmen. Unsere Armee wird nicht weichen. Vielleicht schaffen wir es nicht heute, diese Mauer zu überwinden. Vielleicht auch nicht morgen. Vielleicht auch nicht übermorgen. Vielleicht auch nicht übermorgen. Aber irgendwann, wenn wir euch genug geschwächt haben, werden wir es und eure Ländereien wird uns gehören, da wir Anspruch darauf haben. Ihr habt auf gar nichts Anspruch. Erst recht nicht auf unsere Ländereien. Aber ihr wollt. Männer zum Angriff! Siegesbedingungen tötet alle Feinde innerhalb von 12 Runden. Okay. Wir sind nicht mal voll geheilt. Tarosch haut richtig rein, okay. 500, noch was? Aber wie wird hier Sir Shoras ausgesprochen? Wird der Shoras ausgesprochen oder Shoras oder Horas oder wie? Ja, er hat voll rein, vor allem wenn er wenn der Gegner ausweicht. Sir Shoras, okay. Oh, 2000. Ja, der haut schon rein. Aber dass er mit einem scharfen S ausgeschrieben wird, das irritiert ein bisschen. Na, ganz toll. Mach ihn platt. Alle auf Almora. Okay, natürlich nicht. Ich
bin nur noch am Heilen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr heilen. Aua! Ach Mann, so eine Scheiße. Nein! Okay, der hat echt zu viel Leben. Okay, aber er hat... tankt auch gut. Warum lasse ich nicht mal das hier? Besser erst die anderen wegmachen, okay. Okay, ja. Aua. Riechsalz. Okay, jetzt muss ich... am Limit kämpfen. Hä? Ah, du hast dich selber anvisiert oder was? Oder wie? Oder warum? Hä? Naja, okay. Das war nix. Game over. Aber cooler Game over Screen. Immerhin. Ey, das ist so komisch. Irgendwas ist an meinem Computer irgendwie nicht richtig. Ich weiß auch nicht, was mit den Teammitgliedern halt. Mann, ey. Okay. Was? Komm, volle Heilung. Ja. Moment, kann ich den nochmal benutzen? Ach, den kann ich immer benutzen. Okay. Na dann... dann... ist doch gut. Ja. Zieht euch zurück, oder wir greifen an. Männer, zum Angriff! Kämpfen wir... ganz toll. Ganz toll, Mann! Okay, egal. Ausgewichen. Ja. Okay, immerhin. Hey, Search, was macht voll viel Schaden und... alle gehen auf Almora. Außer der. Komm. Einfach drauf. Das ist ja nicht mal mir in all meinen Testläufen passiert. Autsch. Autsch. Ja, aber das ist manchmal Pech. Okay, Willensbrecher macht die auf einen Schlag kaputt. Hm. Habe ich leider jetzt nicht mehr. Okay, ich glaube, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich könnte noch... ich hätte noch eine Chance. Vielleicht. Oder auch nicht.
Ah, es wird schwierig. Es wird schwierig. Es wird zu schwierig. Ich habe auch keine Tränke mehr. Oh, gut, ausgewichen. Sehr gut. Ah, gut, noch geil. Okay, doch nicht. Nein! Ich wollte Item machen. Egal. Zarosch verteidigt. Nee, das wollte ich nicht. Ein Lebenspunkt. Riechsalz. Nein, okay. Okay, nochmal. Ich habe überhaupt kein Geld mehr. Ich kann nicht Tränke oder so kaufen. Ich habe... nur 95 Gold. Das reicht nicht. Aber ich glaube, wenn ich nicht wieder so viel Pech habe wie gerade eben, sollte das klappen. Ja, genau so nämlich. Schon mal einer weniger. Auch wenn du deine ganze Ausrüstung verkaufst. Ja, genau. Dann habe ich auch mehr Chancen. Du gehst mal auf den und du greifst den an. Okay, alle auf Zarosch. Naja, nicht alle, aber er ist schon sehr angeschlagen. Boah, Almora macht irgendwie gar nichts. Vergleichsweise. Aua. Ja, heil ihn mal. Den brauchen wir noch. Auch wenn du nicht magst. Ausgewichen. 192 Schaden macht er einfach. Okay. Almora macht doch was. Ja. Ein Trank nur noch. Kaputt, ja, okay. Jetzt nur noch Searchers da. Den machen wir auch noch platt. Erstmal geschwächt. Also dann kritischen gelandet, ja, natürlich. Ich würde mit Almora zumindest Choras schwächen. Ja, okay. Das hätte ich natürlich schon viel früher machen können. Da hast du recht. Komm, einfach angreifen! 478 reicht. Boah, das ist echt... hart am Limit hier. Okay. Ah, oh, geschafft. Thomas Stahlschwert, Eisstahl Catnamp, Level Up. Und 5000 Gold. Willensbrecher, jawohl. Rückzug! Weitere Verluste können wir nicht verkraften! Ihr seid zurück. Ihr seid zurück. Was habt ihr mir zu berichten?
Wir haben uns gut geschlagen und sogar einen ihrer Anführer getötet, jedoch selbst viele Verluste davongetragen. Mindestens 3 wurden von den Menschen gefangen genommen. Nun ja, alles hat seinen Preis. Solange wir sie immer Stück für Stück dezimieren, sind's gut für uns aus? Oder sieht's gut für uns aus, meinst du wahrscheinlich? Na, also war doch ein haushoher Sieg. Haushoher Sieg, ja. Doch leider sind auch unsere Truppen begrenzt. Daher müssen wir unbedingt alle Orkstämme vereinen, um mit vereinter Kraft vor Dringer zu überwinden. Ist vor Dringer erstmal in unserer Hand. Ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Krieg gewonnen haben? Jeder Mensch, der sich nach unserem Sieg nicht unterwirft, wird ohne Kompromisse getötet. Alle anderen versklavt. Zumindest als Sklaven sollte die Menschen noch einigermaßen was taugen. Aber um wirklich alle Orkstämme zu vereinen, musste auch zum Dorf meines Bruders, Gorbotsch. Wie du weißt, hat er sich damals von mir zusammen mit einigen abgewandt, weil er meine Art zu herrschen als zu brutal und radikal empfindet. Nun ja, er war schon immer etwas sonderbar. Jedenfalls möchte ich, dass du ihn davon überzeugst, sich mit seinem Clan uns anzuschließen, damit wir den Krieg möglichst bald gewinnen können. Sollte er sich weigern, töte ihn und die anderen Abtrünnigen. Aber Vater, ihr wollt doch, dass ich euren eigenen Bruder töte? Wenn er nicht auf meiner Seite stehen wird, ist er nicht mehr länger mein Bruder. Vielleicht kommen dann auch die anderen seines Stammes zur Besinnung, wenn du ihn tötest. Es wäre mir dennoch lieber, wenn du es schaffst, ihn zu überzeugen. Wir könnten ihn und seine Stärke gut gebrauchen. In Ordnung, Vater. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Keine Sorge, ich werde sie alle eigenhändig zerquetschen, sollten sie sich weigern. Keiner soll sich ungestraft eurer Majestät widersetzen. Was für ein Arschkriecher. Die 2 Krieger, Zartier und Krunsch, die sich zu seinen Orkschenke befinden, wären bereit, die ebenfalls zu folgen. Du scheinst sie ziemlich beeindruckt zu haben und vielleicht werden es ja sogar noch mehr. Okay. Mal gucken, ob die wirklich da sind. Ich weiß mir ja draußen, dass du eine echte Kriegerprinzessin bist. Seid ihr wirklich da, wo ihr sein solltet? Ja. Zartier Krotsch. Was können die denn? Aufwärtshieb. Du kannst einen Aufwärtshieb und du kannst Keuschschnitt und Betäubungsschlag. Okay. Was darf denn sein? Kannst noch die Schallrüstung anlegen und Items kaufen. Stimmt. Schallkettenhemd, das ist besser. Stahlschwert kann ich verkaufen. Wir brauchen aber auch Tränke, oder? Heiler oder so gibt's noch nicht, oder? Auf jeden Fall habe ich noch keinen gesehen. Hier. Hier kann ich dich immer heilen, oder? Okay, den kann man nicht übersehen. Hey, Almora, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich habe auf meiner Patrouille meinen Helm verloren. Wärst du so nett und könntest danach Ausschau halten und ihn mir wiederbringen? Natürlich, ich werde sehen, was ich machen lässt. Ohne meinen Helm fühle ich mich so nackt. Okay. Was darf's denn sein? Ich brauche auf jeden Fall ein paar Tränke. 5 mindestens. Riechsalz ist teuer. Für 1000 Gold kann ich das erweitern. Ich meine, könnte ich machen? Hm.
Und zwei Rückgriffstränke würde ich empfehlen, okay? Ja. Dann nehmen wir zwei mit. Ich meine, 7000 Gold. Und das hier einmal, komm. Ja. Einmal mindestens. Noch ein paar Tränke. Noch zwei Energy Drinks. Ein Riechsalz vielleicht noch, dann vielleicht, und die 3000 investiere ich dann noch in Ausrüstung. Die Nebenquest von Kill Arm ist übrigens eine kleine Anspielung an Herr der Ringe. Echt? Ach, Helms Klamm oder so, ne? Heißt es doch? Oder so? War es nicht so? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Schauen wir mal ins Questlog. Clams Helm, genau, ja. Kill Arm hat irgendwo seinen Helm verloren und er möchte, dass ich ihn wiederfinde und ihn zurückbringe. Ja, die Festung hieß Helms Klamm, genau, ja. Richtig. Oh, stimmt. Was darf denn sein? Was können die denn alle benutzen? Keine kann irgendwas benutzen. Speere können die benutzen. Lol. Schild. Na komm, die einzige ohne Stahlschild, das kann ja nicht sein. Sonst noch irgendwas, was... ja, der Flinkschwert, da bräuchte ich 8000 Gold für, wenn ich beide ausrüsten würde. Und ein Stahlhelm noch für Almora wäre nicht verkehrt. Ja, erstmal, ich mag die Musik auf jeden Fall. Die hat was. Ja. In dem Gebiet, wo du jetzt hinkommst, kannst du gut grinden. Ah, okay. Oh, die Bäume hier sind voll schön. Voll schön gepixelt. Und das Gras sieht auch gut aus. Wie Plenor Wald. Ah, sehr gutes, sehr hübsches Gebiet. Riechsalz. Plenor Brücke. Aha. Aber erstmal gucke ich mich hier im Wald um. Hier müssen wir erstmal nicht lang. Okay. Okay, man kämpft gegen hier Soldaten. Ritter. Alter. Dings hier. Zarosch rasiert voll. Der macht mehr Schaden als alle zusammen irgendwie. Ja, macht er wirklich. Mehr Schaden als alle drei zusammen. Alle anderen. What? Warum haben die jetzt Schaden verloren? Schaden verloren, Lebenspunkte verloren. Was? Aber ich glaube, es war echt nicht verkehrt, dass man auch mal so Heiltränke und so weiter findet und nicht immer alle kaufen. Und ja, auf jeden Fall. Erstens, gibt's dann immer was so, was du so auf dem Weg mal einsammeln kannst. Was? Halt ich immer cool finde, dass man sowas entdecken kann. Und ja, muss halt auch nicht immer was kaufen. Macht es auch leichter so. Ein bisschen. Zarosch ist ja nicht umsonst der stärkste Krieger der Klasse. Ja, in der Tat. Aber warum haben die jetzt Leben verloren? Das weiß ich jetzt nicht. Also,
Jo, und fürs Balancing ist es, glaube ich, auch ganz gut mit den Tränken, die man findet. Ja, auf jeden Fall. Also, Gift schwächt die Gegner nur, aber bei Paralyse verlieren die Leben, oder wie? Ist das so? Einer noch. Genau, jetzt verliert er Leben. Wenn er betäubt ist, warum? Was? Wenn er betäubt ist, verliert er Leben, aber Gift nicht. Okay. Kann man machen. Aber verstehe ich nicht ganz. 3200 Gold. Sehr gut. Oh, eine Höhle. Höhlen sind immer böse. Da sind Bären. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück und rüste mich vollständig aus. Ja. Und hier kann ich mich auch immer heilen. Ja. Dass der Heilkristall nicht weggeht, das gefällt mir auf jeden Fall. Kühe, Schweine, Hühner. Ja, ja, ja. Nee, hier nicht. Hier. Kann ich was verkaufen? Die beiden. Aber ich habe fast genug für den Flinkspeer. Zweimal. Ja. Ich glaube, wenn ich die Stahlachse jetzt verkaufe, dann habe ich sogar genug. Für noch einen Flinkspeer. Sehr gut. Ja. Jetzt kann ich vielleicht noch den Helm kaufen. Oh, geil. Yes. Geld perfekt ausgegeben, sage ich mal. So, irgendwas, das sonst noch Plus gibt. Nö. Rennstiefel habe ich schon. Ja, gefällt mir. Was mache ich mit den 600 Gold jetzt? Hier kann ich bestimmt was kaufen. Irgendwas zu essen. Für 600. Das hier zweimal Hühnerfleisch. Sehr gut. Ja, aber das finde ich auch cool. Es ergibt Sinn, dass sie so Hühnerfleisch und so Schweinefleisch verkaufen, weil die haben ja hier Schweine, Hühner und Kühe. Und Milch verkaufen die natürlich auch wegen den Kühen. Ja, erstmal in die Höhle, würde ich sagen. Was sagt eigentlich die Questlog? Gorbotschsdorf. Okay. Hier kann ich noch nicht weiter, oder? Ja, sollen wir erstmal nicht weitergehen, okay. Dann ist das Dorf nach der Höhle. Die Bäume sind so hübsch. Sind die von Pandamaru? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Pandamaru macht sehr hübsche Grafiken. Bär. Einer? Lol, als ob. Aber der macht mich bestimmt wieder so fertig wie der Tiger. Wetten?
Ne, die Bäume sind von Benben. Ah, okay. Ja, der macht. Der oder die macht auch gute Grafiken. Benben macht auch gute Grafiken. Sehr schön. Ja, ich sag's ja, die Bären halten viel zu viel aus. Was? Und das ist einer. Einer. Okay. Bärenfell. 80 EP. Was ich aber so ein bisschen komisch finde, ich weiß auch nicht, wie man das anders besser lösen könnte, aber dass, wenn ein Kampf anfängt oder endet, dass der Bildschirm dann heller oder dunkler kurz wird. Das ist noch so ein bisschen unschön, muss ich sagen. Hier so. Aber ob man das irgendwie besser machen könnte, weiß ich jetzt natürlich nicht. Erstmal schwächen, würde ich sagen. Er macht immer noch zu viel Schaden. Natürlich. Was? Lebt wohl, Kameraden. Als ob einfach ein Bär One-Hit gemacht hat. Und Razak meinte noch hier, Menschen, die Menschseite ist böse als die Orkseite. Ich finde gerade die Orkseite ist viel härter. Ah, na gut. Na, wenn ich es vor dem Kampf nicht erhellen würde, wäre der Bildschirm zumindest in der Höhle ganz. In der Höhle ganz schwarz. Echt? Du meinst während dem Kampf oder wie? Oder wie meinst du das? Hier ist ein Trank. Ja, den habe ich gesehen. Der war gut versteckt. Okay, das benutze ich auch jetzt direkt mal. Ich habe nichts, um SP zu heilen, eingepackt, ne? Der Battleground wäre gar nicht so, ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also, ja, ja. Ah, ja, die Höhle im Hintergrund wäre nicht zu sehen. Na komm, ich benutze mal einen Rückruftrank. Nein, noch nicht. Ich benutze... bei Energy Drinks einfach mal. Ja. Du könntest vielleicht also am Anfang des Kampfes. Nee, aber dann wird ja die Überblende auch nicht wirklich. Dann wäre die Überblende nicht sauber, wenn du halt am Anfang des Kampfes was das Bild wieder heller machst. Aber naja, so oder so, wie du es machst, ist halt blöd. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. So fällt auch nicht so stark ins Gewicht. Als ob der eine Ork von so einem Bär zerfleischt würde. Ja, viel Spaß mit der kleineren Gruppe im Wald. Ja, genau. Ja, jetzt ist noch zu dritt. Der Bär hat einfach One-Hit an den Ork getötet. Komm,
die stärkste Angriff jetzt einfach drauf. Egal wo drauf. Hauptsache, wir sterben alsbald. Schattenstoß. Nicht auf Ort Nummer. Ich meine Satir. Die haben jetzt sogar Namen bekommen. Okay, der ist betäubt. Du hast keine MP mehr. Ist auch nur noch wenig. Und du heilst dich mit einem Trank. Natürlich. Okay. Es einfach so an. Auf jetzt auf ihn. Weißt du, was ich. So, dass es. Okay. Okay, der ist tot. Okay, einfach drauf. Okay, und jetzt einfach angreifen. Komm schon. Yes. Uiuiui. Dämonenkralle. Ich glaube, ich werde erstmal. Hier geht's weiter, oder? Ja, ich glaube, ich werde erstmal zurückgehen, oder? Oh, die Bäume sind. Oh, was bist du denn für einer? Ein Zombie? Moment. Rückruftrank. Ja, ja, okay. Ja, klar. Benutzen. Oh, die Bäume sind echt hübsch. Okay, wie viel Geld haben wir? 100? 100 Gold? Achso, ich kann ja meine Sachen verkaufen, ne? Ich brauche irgendwas, was SP halt außerhalb des Kampfes. Orkschenke. Was darf das sein? Schöpfelein. Hartkäse. Zum Beispiel. Ziegenkäse ist besser. Schimmelkäse sogar noch besser. Ja, ich glaube Schimmelkäse. 5-mal Schimmelkäse. Ein bisschen Rinderfleisch. So. Boah, die Bäume. Ich komme nicht klar. Sehen viel zu gut aus. Okay, Boah, Bergen respawnen aber nicht. Nö, okay. Doch! Natürlich. Natürlich. Oder habe ich den nicht besiegt? Doch, ich habe doch alle Bären besiegt, die mir entgegengekommen sind. Für noch was einzusammeln? Ich weiß nicht. Okay.
Okay. Ja genau, ich wollte mal wissen, was hier der für jemand ist. Waldräuber sind das, okay. Interessant. Das sind diese Wildlinge, von denen gesprochen wurde, richtig? Haha, ausgewichen. Autsch. Aber die gehen eigentlich sogar. Einfach draufknüppeln jetzt. Okay. Und der noch. Jawohl. Und was kriegen wir von denen? Bronzemesser. Yay. Und 2400 Gold. Aquajäger. Bestienschreck. Bestienschreck. Das sind Aquajäger. Effektiv gegen Wassermonster. Bestienschreck effektiv gegen Bestien. Okay. Rechts lang, runter, hier lang. Okay. Achso, das ist so ein Waldräuber. Ja, Trank. Ja, genau. So, dafür sind Tränke auch gut, die man einsammeln kann. Da kannst du so optionale Wege machen, wo man auch was finden kann. Ich meine, im Sonnenorden gab es das ja auch. Da gab's, konnte man diese Blumen einsammeln, aus denen man so Tränke machen kann. Hier sind das dann direkt Tränke und Energy Drinks und so. Aber kann man ja auch machen. Kann man auch machen. Genau wie hier. Hier geht's hin. Okay, da komme ich raus, scheinbar. Was ist das? Elixier. Das sah komisch aus. Sehen Elixiere immer so aus? Ja, die sind groß und grün, aber nicht rund. Egal. Na komm. Den Kampf können wir jetzt nicht ausweichen. Aquajäger, seid ihr Wassermonster? Ich glaube nicht. Fuck. Aua! Als ob. Ach komm, jetzt bitte nicht auf Zartier gehen. Der hat's nicht verdient, okay.
du heilst ihn mal. Du machst das im Alleingang. Du heilst dich auch. Boah, Junge! Als ob! Gut, dass ich ihn doppelt geheilt habe. Ey, das kann nicht wahr sein. Na klar. Natürlich. Ey, mein Willen ist gebrochen. Fast schon. Du musst dich erstmal selbst heilen. Das geht nicht anders. Hallo? Wie lange? Wie viel halten die aus, bitte? Ey, Razak hat gelogen. Er hat gesagt, die Menschenseite ist heftiger. Das stimmt gar nicht. Hallo, der lebt immer noch? Was? Wieso? Weich aus! Weich aus! Oder so. Okay, nee, das wird nix. Oder? Nee, das war's. Game over. Ja, das ist wohl so. Aber der Grüne verschwindet nach einem Mal. Okay, ich verstehe. Hier ist was. Klamshelm. Geil. Okay, heilen wäre mal nicht verkehrt. Ja, komm. Wir probieren es nochmal. Okay, mein Plan ist jetzt auf einen zu gehen, erstmal. Auch wenn ich vielleicht andere betäuben kann für eine Runde, aber Hauptsache einer ist erstmal weg, würde ich sagen. Ja, die machen aber unendlich viel Schaden, gefühlt. Ja, wirklich! Die machen wirklich viel zu viel. Okay, einer ist schon mal weg. Bist noch da, Bärenbruder? Hoppla. Hoppla. Ja, sicher. Ja, cool. Du schreibst gar nichts. Oh, schon länger nicht mehr. Oh, je, je. Was sagst du denn dazu? Ist doch nicht nett, was die hier machen.
nicht auf ihn. Nicht auf ihn. Was ich. Aber der Chat hat meine Nacht irgendwie für einige Zeit nicht abschicken wollen. Findung war irgendwie. Ach, ach so, okay. Na gut. Das ist natürlich blöd, aber. Immerhin scheint es jetzt zu funktionieren. Der will einfach nicht drauf gehen. Wir haben ein bisschen zu viel Leben, kann das sein? Komm schon, stirb! Ach was, passt schon. Oh. Ah ja, ich finde die Ork-Kampagne gerade sehr viel härter als die Menschen-Kampagne, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schwer jetzt zu dritt, ja. Mach ihn kaputt! Nein. Ja, oh. Ist halt schwer zu dritt. Ja, ist halt Permadeath, ne? Hast du ja so eingebaut. Ich hätte natürlich auch ausmachen können, nochmal laden, als einer gestorben ist, aber das wäre auch mega lame dann. Aber trotzdem nicht unmöglich, nee, nicht unmöglich ist es nicht. Nur sehr viel schwerer jetzt. Ah, okay. Ey, eine Bande von 6. Okay, 6 gegen 3 ist auch unfair, aber. Ja, es ist einfach unfair. Aber wir haben Clumps Helm, das heißt. Wir teleportieren uns erstmal zurück. Wo haben wir das denn da? Hier, wir haben den Helm. Oh, das ist ja mein Helm. Oh, hab 1000 Dank. Hier, das ist für euch. Angriffsstein. Und ich gehe jetzt in die Schenke. Da ist es definitiv ein Grund zum Feiern. Man sieht sich. Lol, okay. Der hat seinen Helm sogar aufgesetzt. Yes. Helm, Hut ab. Cool. Ist jetzt wirklich da? Hier war es, ne? Ja, der sitzt da wirklich. Cool. Hallo. Aber der redet nicht mehr mit uns. Was haben wir getan? Was haben wir getan, dass du nicht mehr mit uns redest? Okay, Crunch kann wieder mit. Ja? Du hast doch nichts dagegen, Bärenbruder, oder? Wenn Crunch wieder mitkommt. Warte mal, ich probiere mal was. Ich speichere mal ab. Ich mache mal komplett aus nochmal und jetzt nochmal an ein. Also starte das Spiel nochmal neu. Und ist der jetzt immer noch da drin? Nee, jetzt nicht mehr. Es ist voll komisch. Es ist mega komisch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Jetzt habe ich das Spiel geschlossen und nochmal neu geöffnet.
dann ist er auf einmal weg. Was brauchen wir denn? Ein bisschen Schimmelkäse ist immer gut. Nochmal 5. Nochmal 5 mal Rindfleisch. Und 3 mal Vollkornbrot. Das ist gut. Wir können auch was verkaufen, oder? Wollte schon sagen, bei mir war das auch nicht passiert. Warum passieren da unmögliche Sachen bei dir? Hey, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, irgendwas hat das mit dem Safe zu tun, vielleicht, eventuell. Bronze-Axt kann ich verkaufen, Bronze-Messer kann ich verkaufen. 2 Riechsälze, so. Davon haben wir noch ein paar, reicht erstmal. Aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum das bei mir passiert. Bei mir waren halt beide gestorben, bei meinem Beta-Tester auch, und die waren dann nicht mehr aufrufbar, wie sich das ja gehört, ja. Eigentlich schon. Ich cheate halt. Keine Ahnung. Wie, aber ich tue es. Es muss irgendwas auf meinem PC sein, was irgendwie... Keine Ahnung. Die Datei irgendwie nicht richtig abspeichert. Weil während das Spiel läuft, vor allem weil die Sachen eventmäßig gar nicht passieren können eigentlich. Ja, oder ich habe ein Virus auf meinem PC, das kann natürlich sein. Wüsste ich jetzt nicht, aber könnte natürlich sein. Hallo. Oder, aber ein Virus, der nur darauf abzielt, die RPG-Maker-Spiele verbuggen zu lassen, wäre auch komisch. Willensbrecher. Ja. Willensbrecher. Der XP-Virus, genau. Auf der Zieb. Bam. Okay, alle betäubt. Außer die beiden da. XP-Virus, ja, glaube ich auch. Na, es ist ja genauso wie mit den, Namen der, also, deine Spiele, wo ich den Namen eingeben konnte, die wurden ja auch irgendwie nicht richtig abgespeichert. Das waren auch wieder so, wie sie vorher hießen. Und das jetzt, irgendwas muss das sein, was irgendwie während das Spiel läuft, scheinbar solche charakterbezogenen Sachen nicht speichern kann. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Dämonenkrallen. Ich kann ja mal in einem Forum fragen, warum das so ist. Könnte irgendwas sein, keine Ahnung. Hier war ich schon überall, ne? Oh nein, ihr schon wieder. Eines der größten Menschheitsrätsel momentan. Ja, wirklich. Komm. Berserk hier auf dich. Naja, sind hier nur 4, genau. Ich mach erstmal die da hinten fertig. Ja,
Okay, das, warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Okay, alle betäubt, das gefällt mir. Du müsstest jetzt nicht mehr so viel haben. Und du eigentlich auch nicht. Was? Als ob. Angriff! Okay, 4 sind noch machbar. Okay. Alter Schwede, ey. Was kann ich denn einsetzen? Hält 50% HP, SP. Aller Personen. So. Ja, wird sich lohnen, auf jeden Fall. Ja, das Vollkornbrot ist voll gut. Ich will gar nicht zu euch kommen. Na, hier hätte ich mich auch heilen können. Ja gut, wenn ich mich hier auch hätte heilen können, dann will ich nochmal einen Kampf dann wenigstens machen. Hier. Oh, 7 Minuten noch. Dann ist Dienstag. Bärwerkerhieb, Willensbrecher. Hallo? Wie viel Leben haben die bitte? Ich verstehe es nicht. Egal. Ausgewichen. Einfach angreifen. Mal gucken, ob das auch zum Sieg führt. Ja, führt es vielleicht. Ja, führt es sogar tatsächlich. Ja, tu das. Bam. Mach kaputt. Mach kaputt. Was dich kaputt macht. Jawohl. Dämonenkralle. Okay, jetzt kann ich mich da oben heilen. Ah ja, hier ist Dorscht, oder wie das Dorf heißt. Gut, da sind sogar Menschen. Jetzt wird's dramatisch. Okay. Ach, das ist der Bruder. Der ist sogar rot. Warum ist er rot? Gorbotsch heißt er. Ach so. Almora, welche Überraschung. Schön, dich mal wiederzusehen. Was führt dich zu mir? Vater schickt mich, um euch und eure Leute um Hilfe zu bitten. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung im Krieg. Ich dachte, du bist besser als dein Vater. Hör zu, ich werde mich niemals an einem Krieg beteiligen. Ich und die anderen Orks wollen hier in dieser Siedlung einfach in Frieden leben. Ja, ist auch eine vernünftige Einstellung. Krieg kann niemals eine Lösung sein, zumal dabei zum Großteil immer die Leute auf beiden Seiten leiden. Insbesondere die, die eigentlich nichts mit dem Krieg am Hut haben wollen. Kurz gesagt, die Unschuldigen. Und ich werde sicher nicht mein Leben für eine Sache geben, von der ich nicht überzeugt bin. Ich habe einen Traum. Ich wünsche mir, dass Menschen und Orks eines Tages friedlich zusammenleben können. Ja.
Doch mit dem Krieg wird sowas niemals möglich sein. Onkel, Menschen und Orks sind schon Freunde, solange sie existieren. Sowas ist alles Wunschdenken deinerseits. Frieden mit den Menschen wird niemals möglich sein. Das denken du und die meisten bloß, weil euch einfach der Wille dazu fehlt. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn beide Seiten dazu bereit wären, kann es auch klappen. Sicher. Es würde Schwierigkeiten geben. Vor allem anfangs, aber man sollte es doch wohl zumindest versuchen. Alles ist besser als dieser Krieg. Dann werde ich dich leider töten müssen, Onkel. Was? So weit ist das also schon gekommen, dass sich jetzt schon Orks untereinander abschlachten, ja? Dazu noch eigene Familienmitglieder. Nun, dann versuch es, Almora. Dieser Kampf ist eine Schande, doch du lässt mir ja keine Wahl. Ja, eigentlich hat er recht. Erstmal schwächen wir Gorbatsch. Und ein Elite-Ork. Und den betäuben wir dann. Oder auch nicht. Moment. Die Musik war doch auch bei Frostfade, oder? Ich glaube ja. Die Musik gab es auch bei Frostfade. Von Razak. Und bei Vrenna Stadtmusikanten, ja, genau. Da, oh, stimmt. Da gab es ja auch dieses Side-V-Battle, wenn ich jetzt so richtig dran überlege. Erstmal auf eingehen, würde ich sagen. Du betäubst mal die Gorbatsch, nachher macht er noch irgendwas Fieses. Okay, sehr gut. Aua. Hurricane! Ey, dieser Zat hier lebt echt am Limit, ja wirklich. Jetzt ist er über dem Lippe vom Limit weg, zum Glück. Eieiei. Du heißt mal Zarosch. Du machst den Willensbrecher. Du heißt auch Zarosch. Zarosch macht das alleine und die anderen supporten nur. Ja, so wird es geschehen. Okay. Jetzt aber. Aber der Hintergrund gefällt mir auch, so ein richtiges Dorf. Wie man sich das vorstellt. Aufwärtshieb. Oh, das ist 0 Uhr. Ja. Alles Gute, Bärenbruder. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose. Happy Birthday to you. Yay, Geburtstagsparty. Machst du heute was? Dankeschön. Bitte. Machst du heute was Besonderes? Hast du heute irgendwas Besonderes? Okay, du brauchst ein bisschen Energy. Yeah. 28. Da bist du über dem... Lebt wohl, Kameraden, über dem gefährlichen Alter raus, sag ich mal. Fuck. Ripzat hier, never forget. Ja. Er hat alles gegeben, er hat am Limit gelebt. Und ist auch so gestorben ins Restaurant. Ah, okay, cool. Yay! Stahlspeer. Mit Familie, Freunden, allem drum und dran. Stahlspeer, Silberaxt, 4600 Gold. Level up.
hört sich gut an, auf jeden Fall. Wenigstens sterbe ich als freier Bürger und nicht als Marionette des Krieges. Welchen Weg du beschreitest, liegt ganz an dir, kleine Almora. Tut mir leid, dass es so kommen musste, Onkel. Musste ich das wirklich tun? Nein, es hätte sicher eine andere Lösung geben können, ja. Mein Vater wäre enttäuscht, hätte es nicht so getan, wie er es wollte. Ich darf mich seinen Befehlen doch sowieso gar nicht widersetzen. Er ist doch auch unser König. Aber dennoch, war das wirklich richtig? Verdammt, ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch tun soll. Mutter, hilf mir. Diejenigen, die unter euch, die sich weiterhin weigern, sich am Krieg zu beteiligen, werden genauso enden wie Gorbatsch, verstanden? Da werde ich persönlich für sorgen. Lass sie sich uns bitte anschließen. Ich will nicht noch mehr von uns töten müssen. Okay. Mit den Eltern, okay. Weiß aber noch nicht, in welches Restaurant sie mich einladen wollten. Ah, okay. Ja, hört sich doch gut an. Konflikt der Gelübde. Zweiter Part. Fertig. Ich glaube, die Credits sind dieselben, nur mit anderer Musik. Endet auf einer düstereren Note. Also, ja, Almora hat ihren Onkel getötet. Naja, das musste sie eigentlich nicht tun, finde ich. Weil. Ja. Nee. Das ist doch. Sagt ja, dass der Ork-Ark wesentlich dramatisch endet. Auf jeden Fall, ja. Das finde ich zum Beispiel eher so ein gutes Ende. So. Nach so einem Punkt kann man sagen, okay, hier ist der erste Akt vorbei. Aber beim Menschenpart ist nicht wirklich was Großartiges am Ende passiert. Klar, man hat die Leichen gefunden, den Ogre da getötet. Ist quasi der Boss vom ersten Akt. Aber irgendwie kommt es auch nicht so vor, weil es einfach nur ein random Ogre ist, irgendwo in der Höhle. Oder Troll. Cat Duck. Auch ein guter Name. Dust Collector. Borg Messiah. Irgend so ein Twist am Ende von der Menschen Story am Ende vom ersten Akt wäre noch cool. So, ja, irgendwas halt. Hitch. Aber ja, die Story wird wahrscheinlich sein, bestimmt, ich wette, darum, mit dir. Naja, du. Mit dir zu wetten, wie die Story jetzt sich verläuft, das kann nicht gut ausgehen, deswegen wette ich nicht. Aber ich sag, es ist halt so eine Liebesgeschichte zwischen Almora und hier Laszlo. Und dann bringen sie halt Romeo und Julia mäßig. Sie bringen halt am Ende alle zusammen oder auch nicht. Oder es kommt der große Krieg und alle sterben. Tja, ja, genau, bei Romeo und Julia sterben die ja beide, die wurden halt, aber vielleicht, ne, die sterben auch hier, würde ich sagen, ja, die sterben am Ende beide im Versuch, die Völker miteinander zu vereinen und durch das Opfer erkennen die, okay, vielleicht würden wir, vielleicht wäre Frieden doch eine Alternative, so. Ach, im Sonnenorden-Universum sterben noch kaum welche, ich bitte dich. Ja. Genau. Engine. Epimaker XP. Danke fürs Spielen der Demo. Ja. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber der Ork-Part war schon wesentlich härter, fand ich, als allein der Tiger am Anfang. Und ja. Aber bisher
Gefällt es mir eigentlich. Und das endet halt damit, dass die Könige der jeweiligen Völker quasi gestürzt werden müssen, natürlich. Du bist auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, bei dir glaube ich das sogar.